Das, I don't know. Ich hab Bock, Necro zu zocken und einfach ein gutes Necro-Match zu machen. Und diesen Scheiß, was wir gerade gesehen haben, irgendwie wieder gut zu machen, you know? Ich mache eine ordentliche Skillung dazu, you know? Genau, you know? Ich mache auch eine ordentliche Skillung dazu. Dass wir ein gutes Necro-Match sehen. Ich habe zwar ein Geld zusammen, ich will trotzdem mein Geld zurück. Echt, die hatten echt nichts zu geben als ein bisschen Giveaway. Es war halt. Es verstehe ich schon, wieso sie drei Spiele gespielt haben. Aber die hatten nichts zum zeigen. Das war halt. You know, hätten wir zwischendrin zum Beispiel am Anfang ein Reveal von einem neuen Charakter, einen neuen Dämonen und eine neue Karte oder so. Zwischen den Spielen hätte man die schlechten Spiele auch mehr akzeptiert oder so. Hätten sie angesprochen, wie die gewisse Sachen hier so, hey, das wird gefixt oder wann das kommt. Wir haben einige Bugs in dem Spiel, die nervig sind. Können wir nächste Woche, übernächste Woche, wann können wir damit rechnen? Und so, weil die ersten Bugs haben sie ziemlich schnell gefixt, aber wäre schön, wenn wir rechnen. Genau, ein bisschen zeitmäßig was darüber sprechen können. Oder halt auch jemanden, der versteht, was wir mit Prestige meinen. Und du so denkst, oh, damn, wen hatten sie denn da eingeladen? Ja, der keine Ahnung gehabt davon, diese Fragen. I don't know. Das war. Puh. Also, sie können definitiv besser programmieren, als sie eine Show machen können. Und spielen können. Okay. So, als Devot, wir wollen als erstes da sitzen und nur Fallen stellen. Nein, wir wollen als erstes die Überlebenden suchen. Könnten da unten sein, aber das Erste, was man meistens macht auf dieser Karte, ist. Wir fahren an Sackgasse vorbei. Weil in den meisten Spielen, wenn es irgendwo in der Nähe der Sackgasse spawnen, wollen sie meistens Sackgasse looten. Also fahren wir bei Sackgasse vorbei, sammeln währenddessen ein bisschen Energie ein und schauen mal, was die Sackgasse so abgeht. Währenddessen halte ich aber auch, und das sind Pro-Tipps, ich halte die Angst ein bisschen und umschau. Und es sieht so aus, als ob mehrere Leute viel Angst bekommen. Das bedeutet, entweder sie sind auf dem Weg zur Sackgasse, oh mein Gott, ich bin an Kreiskette vorbeigegangen. Hey, unter 30 Sekunden gefunden. Ich glaube, das geht nicht gut für die aus. Auf der großen Karte. Wir stellen hier einen rein. Wir stellen hier unten den Flötentyp hin. Ich muss nur schnell genug übernehmen, bevor er den umbringt. Kann ich ihn übernehmen? Nein, 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 nein. Danke. Yeah. Hallo. Und dann traden wir mal. Ein heftiger Attack, zwei ein heftiger Attack. Dritten heftiger Attack. Oh, stimmt, die haben ja so einen. Aber wir können den nächsten noch übernehmen. Passt. Running Attack. Schweren Angriff. Schweren. Oh, der rennt weg. Der rennt weg. Rennattacke. In eine schwere Attacke rein. Weil er bestimmt nicht weit genug wegkommt. Oh, das war noch eine schwere Attacke. Okay, ich dachte, der kommt näher ran. Ich sehe nichts. Schwere. Shield Slams. Shield Slams. Oh, der erste ist down. Shield Slams. Okay, den Hammer. Können wir den nächsten nochmal übernehmen? Oh. Schwere Attacke. AOE Storm. Angriff. Angriff. Oh, der kommt mich schon wieder raushauen. Okay. Hatten ja gut, dass wir den Ash hatten. Wir können die beide erschrecken und dann ihn übernehmen und sie damit töten. Oh, wenn ich besser zielen könnte, hätte ich ihn auch getötet. Ich gehe raus, dass ich noch ein bisschen Energie übrig habe. Dass ich noch ein bisschen Energie habe. Dann müsste der eigentlich verbluten und sterben. Dann kriegen wir massig Energie. Gott, wir brauchen eigentlich gar nichts skillen. You know, schauen wir, ob wir da irgendwie ein Skelett so zusammenkriegen. Was werden denn die so tun? Oh, müssen ein bisschen Energie einsammeln. So, da ist einer down.
Da ist ein Skelett. Oh, Moment, da ist eine Falle und ein Skelett. Stellen wir dahinter das hin. Das müsste weit genug weg sein erstmal. Kann man da einen übernehmen? Der war ja aus seinem Teil da raus. Oh, der geht, glaube ich, meinen Flötenspieler jagen. Okay, dann schlagen wir sie währenddessen ein bisschen. Okay, Henry ist hinter mir dran. Oh, der spielt besser. Der haut manchmal ein bisschen rein. Okay, okay, okay. Dann müssen wir ein bisschen Energie einsammeln. Und schauen, was wir machen können. Wir müssen den Ash natürlich rausnehmen. Der ist natürlich ein bisschen schwieriger rauszunehmen, aber you know. Schauen wir, was wir tun können. Den wollen wir vielleicht nicht unbedingt verfolgen. Anscheinend rennen die da hoch und wollen da oben die Karte sammeln. Das heißt, wir gehen doch den da oben hinterher. Die werden wahrscheinlich auch hochfahren, nehme ich mal an. Dann verfolgen wir den da oben. Und hi. Hast du mich gehört? Ich weiß es nicht, ob er wirklich da reingehen möchte. Ich habe halt leider noch 15 Sekunden Cooldown auf meinen Flötenspieler. Oh, der ist nach unten abgehauen. Das ist ein intelligenterer Spieler. Das ist ja schön. Vielleicht wollen sie hier auch reingehen, weil da eine Falle, weil da eine Kiste gepinkt wurde für die. Das ist eine offene Kiste. Die wird irgendjemand gepinkt haben. Wahrscheinlich werden sie die holen wollen. Und die anderen sehen mich nicht. Wir haben hier ein, zwei Skelette. Naja, das habe ich mir gedacht, dass er mich rausholt. Okay, okay. Wir werden wahrscheinlich das Auto nehmen wollen. Wir haben hier leider keine Skelette, ne? Okay, das wird ein bisschen schwieriger. Henry geht jetzt aber wieder hoch alleine. Die anderen fahren wahrscheinlich hoch. Okay, okay. Das wird ein bisschen problematischer. Der will in allem vorbeirennen, oder was? Oh ja, die sind auf jeden Fall auf Sendeturm unterwegs. Die sind auf jeden Fall, glaube ich, Sendeturm unterwegs oder so. Steht stark da noch aus. Stellen wir hier ein paar Fallen. Oder sie sind Wachturm unterwegs. Ich sehe hier zum Beispiel nicht die Falle. Die anderen kommen Richtung Wachturm. Oh ne, die gehen Wachturm. Okay, dann gehen wir auch Wachturm. Und ja. Mal schauen. Da ist einer, der wird dann natürlich wieder ready haben, da mich rauszuhauen. Das ist aber nicht der Ash hier. Das ist. Wir könnten ihn übernehmen und einfach Shell und töten. Ausweichen. Oh, okay, okay, okay. Können ein bisschen durchhuschen. Ah, sie will ich nicht unbedingt übernehmen. Es ist nicht so gut, wenn wir sie übernehmen, aber. Okay. Die wollen da anscheinend ein bisschen was looten. Stellen wir da oben den Flöten hin. Und wenn sie da reinrennen. Können wir hoffentlich noch irgendwas übernehmen. Oh no, der kriegt den, bevor ich was tun kann. Oh no. Okay. Es ist schwierig ohne Bonuseinheiten. Und ohne Skillung. Das ist nicht schlecht. Hat er den Instant getötet? Nein. Okay, kann gleich einen Stampfer machen. Oh. Lange Speerattacke hinter dem Rennangriff ist auch immer so eine gute Sache, was man machen kann. Ich muss auf jeden Fall sagen, der Ash passt halt ein bisschen auf, wo ich Sachen hinsetze und so. Aber genau, oh, haben die da eine gute Kiste bekommen? Die haben, glaube ich, eine gute Kiste bekommen. Es kann sein, dass ich doch Skillpunkte ausgeben muss, genau. Aber mal schauen. Mal schauen, wie viel wir anrichten können ohne Skillpunkte. So, taktisch gesehen werden sie wahrscheinlich irgendwann in dieses Auto hier gehen wollen. Und das werde ich so nicht ganz verhindern können, glaube ich. Wir könnten da
Ist der ganz tot schon? Ja, er ist ganz tot. Könnten da einen Flötenspieler machen. Bitte ist nicht ganz tot sein, nicht ganz tot. Ich will den übernehmen. Nice. Okay. Der tradet wirklich mit mir, also... Oh. Schade. Die andere hat das weg. Okay. Wir wollen durch beide, wenn es geht, durchjumpen. Wo es ihn erwischt. Ich würde ihn ja wirklich gerne erschrecken und übernehmen wollen, aber... das sieht schlecht aus. Was meint der Chat? Sollen wir Skillpunkte verteilen? Der hat mich gerade rausgehauen aus einem. Das heißt, aus dem kann er mich nicht nochmal raushauen. Hallo. Der kann mich aber wegschießen. Weil der halt viel Damage hat. Das ist natürlich gut für die. Gut, dann gehen wir Cheryl jagen. Oh, die will das Auto. Will die das Auto abholen? Haben wir hier irgendeinen, den wir übernehmen können? Das wäre wirklich wichtig, dass wir hier irgendeinen Mob bekommen, den wir übernehmen können. Oh, bitte, gib mir einen Mob hier. Wir müssen das Auto stoppen. Da ist ein Mob. Okay, das kann hinaus, Chat. Wir können was machen. Ja, ist ein bisschen schwieriger, wenn ich die Leute, wenn ich meine Mobs suchen muss. Aber... Oh, die fahren durch die Pampas, oder? Nee, da ist auch eine Straße. Oh, nein, 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 nein. Hi! Hi! Oh, ist euer Auto kaputt? Das tut mir aber leid. Okay. vielleicht kriegt man noch eine Einheit. Da ist noch eine Einheit. Ich stelle hier einfach meinen Flöte hin. Weil ich schnell die übernehmen möchte. Bitte, 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 bitte. Ist der ganz tot? Oh no, der ist ganz tot. Oh no, ich wollte ihn schnell übernehmen, dass er nicht stirbt. Oh no. Okay, den kriegen wir nicht mit Shield Slam. Aber sie kriegen wir damit. Rennenattacke und dann ein bisschen Shield Slam. Und da ein bisschen runterbatschen. Die anderen sind schon weiter unten. Und wir können hier auch noch mal einen übernehmen. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier einen übernehme, dann kommt der oben. Oh, da haben sie das dritte Kartenteil. Bam! Okay. Das Problem ist, wenn ich jetzt Henry übernehme, kann er mich wahrscheinlich instant raushauen. Oh, ja, das ist okay. Aber dann können wir da vielleicht durch erschrecken. Und dann, wenn wir jetzt nochmal einen übernehmen könnten. Nice, dann kann er mich nicht instant raushauen. Lass mich da... oh no, ich bin nicht nachgeladen. Okay, ich muss raus, ich muss raus. Der hat nicht nachgeladen. Damn, der hat nicht nachgeladen. Das war ein bisschen dumm. Aber hey, die haben ihn ein bisschen zurückgelassen. Oh, der hat auch nicht nach... Der hat gar keine Munition. Aber da hinten ist ein Henry alleine. Okay. Ein bisschen aufgepasst. Hätten doch lieber ein Skelett übernehmen sollen. Können wir das noch übernehmen. Hi. Direkt aus der Animation raus. Hast du noch deinen Skill, hä? Okay, macht einen Doppelausweicher. Oh, du hast deinen Skill noch. Ah, okay, okay, hast du ihn wieder ready. Das macht halt, das macht es schon schwierig, dass er mich da mal raushauen kann. Aber mal sehen, was wir tun können. Die rennen ziemlich weit drauf zu. Aber hier haben wir noch mal ein Skelett, das wir übernehmen können. Und... der hat sich unverwundbar gemacht, sehe ich gerade. Oh, das war natürlich nicht so nice. Close to the bone. Das ist ja, wie es ja. Vielleicht können wir da den eine Falle stellen. Und wenn wir noch. Der kämpft dagegen ein Skelett alleine. Kann ich das noch übernehmen oder ist es schon tot? Schade, es ist schon tot.
Okay, okay, okay. Da in dem offenen Gebiet ist es halt mit dem Flötenspieler. Oh, wenn ich schnell noch übernehme. No, lass mich das doch übernehmen. Okay, die wollen anscheinend hier automatisch auf den Dolch zurennen. Wenn wir da vielleicht irgendwie... Oh mein Gott, das sind keine einzigen Fallen im Weg. Das ist doch schrecklich hier. Und ich habe nicht mal irgendwelche Einheiten. Oh doch, da haben wir Einheiten. Okay. Wir stellen da gleich mal... Ich stelle da was rein zum Übernehmen. Ich spiele hier den Flötenspieler. Eine Falle rein. Mehr Zeit haben wir nicht. Und dann kommen wir denen entgegen. Und ich hoffe, der hat den Skill noch nicht ready. Hi. Ich bin, glaube ich, aus meiner Aura raus, leider. Schade. Schade, schade, schade. Wir müssen gleich den nächsten nochmal übernehmen. Muss ich hier meine Leutchen übernehmen, mitnehmen. Okay. Okay. Jetzt haben wir aber den Buff. Hi. Hi. Bam, stampfen. Oh, haben die meinen Flötenspieler weggemacht? Oder bin ich einfach außerhalb der Reichweite? Das kann natürlich auch sein. In dem Haus erwarten sie es halt, aber was soll ich sonst machen? Haben nicht zu viele Möglichkeiten. Schauen wir mal, ob wir stellen können. Er hat einen legendären Klüppel. Das ist ziemlich praktisch. Okay. Ich glaube, wir können auch aus der Aura ein bisschen rauslaufen. Weil dann nimmt der Dolch wieder ab. Weil die anderen beiden waren nicht da. Sehr schön. Sehr schön. Dann muss er jetzt zurück zum denen zum Resten. Und das ist aber auch gut, weil ich kann hier gleich so einen Typen übernehmen. Oh, der hat natürlich sofort unverwundbar gemacht und der eine übernimmt. Aber... Soll ich den übernehmen? Und können wir da einen übernehmen? Au! Oh. Schlag sie! Da war der Headshot vom übernommenen Ash. Und hallo Henry! Jo! Okay! Shit, bin ich hingekommen. Oh no, wir haben keinen Flötenspieler erstens mal mehr und zweitens hat einmal der eine hat auch keine Munition mehr, das ist ziemlich gut. Zweitens haben wir keinen Typen mehr zum Übernehmen. Lass mich gleich Stampfer machen, weil die innen drin stehen. Oh nice. Da können wir den nächsten übernehmen. Oh. Okay. Nice. Können wir den übernehmen? Okay. Okay. Dance for us, Ash. Okay, der hat. Der ist durch. Der will von der Seite die Sachen machen. Ich würde gerne hier den Flötenspieler hinsetzen, aber wir haben auch kaum Leute. Oh, ich habe 2 Sekunden Cooldown noch. Okay. We've been waiting.
Okay, ihr müsstet ihn aber nicht ganz tot bekommen haben, ne? Okay. Kann man den übernehmen noch schnell bitte? Shit. Na gut. Haben sie. Wo sind wir? Oh, der eine ist ja alleine hier unten. Hat der gleich vor, weiter runter zu rennen? Oder hat der vor, zu den anderen da hoch zu rennen? Der wurde da ein bisschen weiter weg wiederbelebt. I don't know. Der kämpft da drin alleine gegen einen. Oh, ich hätte halt. Oh, shit. Nicht schnell genug gesetzt, hä? Können wir noch eine Falle setzen? Mhm. Die wollen den wahrscheinlich aufpicken oder so. Oh ne, nimmt der ein eigenes Auto? Oh no! Ich hab noch versucht, links mitzudodgen, aber ich kam nicht rüber. Ich meine, da braucht man keinen Flötenspieler, wenn der komplett alleine ist. Können wir den auch so wegklatschen? Oh, ein bisschen dodgen. Wäre auch schön, wenn man sein Licht ausmachen würde und so, you know. The humans have discovered the book's lost pages. They were lost for a reason. Listen to my words. Kill them. We've been waiting for you. Hat er jetzt echt noch eine Chance gehabt? Oh no. Der hatte noch eine Chance. Chat, ich glaube, ich kann die nicht besiegen ohne Skillung. Ich habe keine Energie mehr. Ich glaube, ich muss Punkte verteilen. Mal schauen. Die haben halt schon einen relativ guten Start darauf. Imperator Voice, do it. Starten hier. Da kann er mich raushauen jetzt. Und dann kann ich in ihn gleich reingehen. Können wir mal Cheryl umhauen? Ist ja nervig hier. Müssen wir mal ein paar weite Attacken machen und... da rausgehauen. Wir haben jetzt noch einmal einen Flöti. Den wir da unten verstecken können, hoffentlich. Und ich weiß ja, wie viele Ressourcen die noch haben. Oh, da ist schon wieder vorbei. Oh no, die sind leider neben. Okay, wir müssen doch skillen. Wir müssen doch skillen, Leute. Das geht nicht anders. Die haben einen Spawn daneben. Ich bin weiter weg. Es kann sein, dass sie gewinnen, ohne dass ich was tun kann. Holy shit, bin sie die nahe dran. Das war Lacksache. No! Das haben wir durch Unglück verloren. Die haben es wahrscheinlich gleich unten, bevor ich dort bin. Und sind am Buch dran, bevor ich dran bin. Wenn sie es gut machen. Ich meine, eigentlich würde ich erwarten, dass sie jetzt schon Damage nimmt.
dass jetzt Damage stimmt. Das ist jetzt damaged? Okay, wir haben vielleicht noch eine kleine Chance. Wir haben vielleicht noch eine kleine Chance. Aber ohne Ding war, weil es so weit weg war. Holy shit. Jetzt fängt es an, Damage zu nehmen. Ja, oh, jetzt hat. Okay, ein bisschen spät angefangen, aber okay. Hi, Cheryl. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und dann hängt sie an ihrem Arsch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir eine down. 1, 2. Okay, okay. 3 und 1 und 2. Ja, fokussiere sie down, während sie tot ist. Okay. Oh, wieso trifft er nicht? Wieso? What the fuck? Na, also, he's down. Seriously? Die haben sich resten können? Oh shit, da habe ich eine Scheißstelle für meinen Flöti. No! No! Okay. Holy shit! Ich hätte sie da zu leicht rumtrollen sollen, hä? Shit, wir haben nix. Wir haben nix, Chat, und die haben noch so viel Heals. Wie können die noch so viel Heals haben? So krieg ich da nix. Oh mein Gott, die hat noch ein Heal. Okay, ich hätte es nicht zu leicht nehmen sollen, okay? Ich hätte es nicht zu leicht nehmen sollen. Das war ein bisschen zu easy genommen. Ich habe 10 Sekunden noch bis zum... Shit, man, die kommen schon hierher zum Gucken. Okay. Oh, ist mein Flötentyp down? Oder bin ich nicht zu weit? Mein Flöti down? Und da eine. Wieso hat denn der keine Waffe? Wieso haben denn die alle keine Waffe? Der rennt halt weg, der Letzte. Schaff's nicht ganz. GG. Okay, man kann nicht mit Level 1 gewinnen, vielleicht bis ins Endgame zu gehen, aber dafür war es ein interessantes Match. GG. Also, sorry.
Ich habe mit Level 0 gespielt, 1 und 0 Skillpunkte gespielt und ich finde, ich habe ein interessanteres Matchup gegeben als bei dem Deathstream gerade eben.